Ich weiß, dass das die feigste Art ist, sowas zu machen, aber es hat funktioniert, oder nicht? Mich wundert nur immer, dass die Athener das irgendwie nie so hinkriegen. Und es wundert mich genauso, warum der eigentlich nicht an den Soldaten einfach vorbeimarschiert ist. Nee! So. Hier wird nichts weiter sein. So. So, über den Zaun hinweg. Den Geisterrufer machen wir nochmal schön platt. So. Nicht einfach so ins Lager rein. So. Okay, der kommt raus. So. Weg. Nee, wirkt noch alles? So. So. Gucken, was hier so ist. Athens Begräbnisfelder. Das heißt, da gibt's wieder Skelette wie Sau. Halt! Da ist ein Trank rausgefallen, das habe ich genau gesehen. So. Geht mir aus dem Weg. Nein. Den Geisterrufer direkt ausgeschaltet. So. Warum kommen jetzt hier wieder so viele auf einmal? So, eins und zwei. So. Einfach Ruhe. Geh weg. Ah,
Also, ich bin schon wieder direkt an den Sümpfen vorbeigelaufen. Ich gehe nochmal zurück. Nein. So, und rein in die Sümpfe. Da sind wieder Schildkröten. Oh, die habe ich gar nicht vermisst, die Biester. So. Schön alles absuchen. Das Vieh hinter mir habe ich gar nicht gesehen. So. Schön, wie das dann alles so ins Wasser platscht. Platsch, 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 platsch. Noch mehr. Alter Falter. Die sieht ein bisschen viele. So. Es juckt diese Schildkröte nicht. Und weg mit dir. Lululululululu. Ja, hier oben sind dann nämlich die Athena, die sich mal wieder nicht wehren konnten. Bitte einfach mit ihm Sei quatschen. Gegrüßt. Du da. Ein menschliches Gesicht. Du da. Augen in Sicht. Ich bin sicher, unser Hauptmann glaubt, dass wir es nicht geschafft hätten. Mein Wolf ersäuft gerade. Wir haben uns lediglich verlaufen. Verlaufen? Wie habt ihr euch hier verlaufen? Naja, egal. Hier gibt's Moskitos. Oder zumindest Mücken. So. So. Das wäre es ohne auf. So ein Monster hätte ich eigentlich auch noch gewartet. So ein riesiger Moskito. Dann gehe ich mal noch mal kurz den Hauptmann Bescheid sagen. Nein, anders, als den da. Du warst im Sumpf? Du hast sie gesehen? Oh gut, ich hatte schon Angst, sie hätten dort Probleme bekommen. Hatten sie auch, sie geben es nur bestimmt wieder mal nicht zu. Gut, erledigt. Ich gehe nochmal zu den Begräbnishügeln gucken, was es da so gibt. Da warten sie schon.
Wolfi hofft bestimmt, dass ein paar Knochen für ihn abfallen. Ja, das war zu viel für meinen Wolf. Und jetzt kommen sie wieder alle. Hat schon wieder aufgehört zu wirken. Ich mach die Ton nicht auf, während hier noch die ganzen Skelette rumrennen. So, dann schon mal einer weniger. So. Hopplied, okay. Schon wieder ein Heldenmonster, warum auch nicht? Aber wir kümmern uns erstmal um die normalen. Ja, wir kümmern uns erstmal um die normalen, erstmal direkt. Verräter. Was? Womit trifft ihr mich denn die ganze Zeit, sag mal? Weg. Wie einfach weiter wegmarschiert. Aber für meinen Wolf interessiert er sich halt null. So. Weg. Hat der gerade in die Luft gehauen oder was war das? Okay, hier bin ich wieder im Lager. So. Weg. Weg, weg, weg.
gut, man sollte sich jetzt vielleicht nicht wundern, warum auf Begräbnishügeln so viele Skelette rumlaufen, ne? Und Zombies. So. Und natürlich wieder blindlings reingestolpert. So. Ich glaube, mit den Tränken wird's knapp, wenn ich da jetzt in die Höhle reingehe. Ich guck mal, was da drin so los ist. Ich komme gar nicht rein, oder wie? Nö, ich komme gar nicht rein. Gut, dann halt nicht. Das wurmt mich jetzt zwar ein bisschen, aber pff, dann halt nicht. So. Truhe auf. Und nehmen und mitnehmen. Und damit sind wir wieder im Lager und da oben ist ein Brunnen. Noch kurz gucken. Da oben sind nämlich noch welche. Halt, Trank. Weit kommt es ja noch, dass wir die hier einfach in Ruhe lassen. Das sah jetzt sehr dramatisch aus. Schon die Attrappe erwischt. Okay, ich gehe jetzt erstmal den Brunnen aktivieren. Weil hier muss ich weiter. So. So. Ah, Geisterrufer. Monströses Wildschwein. Ach, jetzt kommt ihr hier alle plötzlich, ja?
Ah, Trank. So. Ach so, ich bin in der Falle. Hehehe, nicht gesehen. So. Was haben wir hier noch? Kann ich euch schon hier drüber schießen? Das wäre cool, aber nein, es funktioniert natürlich nicht. Na, 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 na. Du auch noch. Es fällt dir eigentlich ein, hier so in den Feldern rumzulaufen. Ah, jetzt kommt hier wieder Mucke. Ist mein Wolf schon? Nein, er ist noch da. Vollstrecker. Was vollstreckt er denn? Braver Wolf. So. Hä? What the hell? Ich hab doch... Ja, ich hab doch gar nicht gedrückt. Ich hab gar nicht gedrückt. Warum kommt denn da jetzt der Portalstein? Na, ah, jetzt kommen sie hier wieder zu Tausende. Ja, weil alleine traut ihr euch immer nicht, ne? Immer schön im Rudel hier. So. So. Truhe. Gold. Weg. So. Ja.
So. Nein. Jetzt kommen hier die ganzen Magier. Okay, irgendwo hier ist ein Geisterrufer. So. Ne, da, 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 da. Nee, da komme ich nicht durch. Bah. Nichts. Tut mir leid, aber ich muss immer überall noch mal gucken. Ach so, es sind Soldaten. Okay. Oh, gut. Scheint so, als hätte ich alles abgelaufen soweit. Vielleicht noch mal hier gucken. Ach, da sind noch welche. So. So. Ah, du schon wieder. Ach, Leonidas. Ich bin selbst froh, hier zu sein. Ich hatte gedacht, wir Spartaner könnten diesen Albtraum selbst beenden. Ich war ein Narr. Allerdings. Des Stolzes wegen haben wir Hilfe von unseren griechischen Brüdern abgelehnt. Und Sparta hat durch die Monster große Verluste hinnehmen müssen. Ein Soldat kennt nur den Angriff. Aber ich muss mehr sein als ein Soldat. Ich muss ein Krieger sein und lernen, meinen Stolz zu zügeln. Es ist klar geworden, dass die Spartaner sich mit allen Griechen vereinen müssen, wenn wir eine Chance gegen diese Monster haben wollen. Ach Quark, wie kommt denn da drauf? Das Orakel sagt mir gar nichts. Aber deine Taten auf dem Parnass wären eines Heldenliedes wert. Dieser Telkine, von dem du sprichst, muss der Anführer der Horde sein, die uns angegriffen hat. Auf dem Höhepunkt der Schlacht ist er verschwunden. Dadurch konnten wir die Monster zurücktreiben. Ich habe Berichte von Scharmützeln innerhalb der Stadtmauern gehört. Ich kann aber keinen Läufer entbehren. Würdest du nach dem Rechten sehen? Ach so, du behältst hier alle. Ihr steht hier einfach rum, weil ihr wisst, dass da in der Stadt was ist. Und ich soll jetzt alleine da rein. Na gut, Leute, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann geht's rein nach Athen. Dann machen wir dem Ganzen hier wenigstens schon mal ein Ende. Gut, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.